Diese UFOs sind kein Wetterphänomen. Sie sind ganz klar von Menschenhand gemacht. Die Amerikaner waren zweifellos von Anfang an am technischen Erbe der Deutschen interessiert. Damals verließ eine Expedition, die eigentlich auf 6 Monate angesetzt war, plötzlich fluchtartig die Antarktis. Sehen Sie die sensationellen Bilder in Das Dritte Reich, Operation UFO. Erster Teil, der Stützpunkt. Anfang 1947. Die Expedition des amerikanischen Polarforschers Richard Byrd erreicht die Antarktisküste. Im Gegensatz zu den vorhergehenden 3 Missionen wurde diese unter dem Codenamen High Jump von der US Navy finanziert. Admiral Byrd hatte einen Flugzeugträger, 12 Kriegsschiffe, ein U-Boot, 26 Flugzeuge und Hubschrauber und ca. 5000 Mann Besatzung unter seinem Kommando. Das ist sehr ungewöhnlich für eine wissenschaftliche Expedition. Am 2. Dezember 1946, am Vorabend der Abfahrt, gab Admiral Byrd in einer Pressekonferenz zu, dass die Expedition auch militärischen Charakter habe. Er äußerte sich allerdings nicht näher dazu. Ende Januar 1947 begann man dann, das Königin-Maud-Land aus der Luft zu fotografieren. Alles verlief nach Plan. In wenigen Wochen wurden mehrere tausend Bilder geschossen. Dann geschah etwas Seltsames. 2 Monate vor dem geplanten Ende verließ die Expedition hastig die Antarktisküste. Sie ergriff anscheinend vor etwas die Flucht. Sie hatten einen Zerstörer, fast die Hälfte der Flugzeuge an Deck und eine Menge Matrosen und Offiziere verloren. Admiral Byrd erklärte der Untersuchungskommission des US-Kongresses, im Kriegsfall könnte Amerika von einem Feind angegriffen werden, der in der Lage ist, mit unglaublicher Geschwindigkeit von einem Pol zum anderen zu fliegen. Was aber hatte zu dieser panikartigen Flucht geführt? 1,5 Jahre vor Admiral Byrds Expedition ergaben sich im Jahr 1945 2 deutsche U-Boote aus dem sogenannten Führerkonvoi im Hafen des argentinischen Mar del Plata den Behörden. Bis heute ist nicht bekannt, welche Aufgaben diese hochgeheime Einheit eigentlich hatte. Einige nützliche Details konnten die Amerikaner allerdings in Erfahrung bringen. So sprach der Kommandant von U-530 von der Teilnahme an Operation Walküre 2. 3 Wochen vor Ende des Zweiten Weltkrieges ging das U-Boot U-530 von Kiel aus auf Kurs in Richtung Antarktis. An Bord des U-Bootes befanden sich geheime Reliquien des Dritten Reichs. Der Kommandant des U-Bootes U-977, Heinz Schäfer, sagte, dass sie später denselben Kurs genommen hätten. Anscheinend waren deutsche U-Boote regelmäßig zur Antarktis gefahren. Doch aus welchem Grund? Die Antarktis. Sie wurde im Jahr 1820 von den Russen Bellingshausen und Lazarev entdeckt. Seitdem hat dieser geheimnisvolle Kontinent, der größer als Europa ist, Forscher in seinen Bann gezogen. Die steile, vereiste Küste war so unzugänglich, dass ein ganzes Jahrhundert lang wenig mehr als die Küstenlinie der Antarktis auf Karten eingezeichnet werden konnte. Und plötzlich zeigte Deutschland unerklärlicherweise Interesse für diesen abgelegenen Eiskontinent und investierte Unsummen in seine Erforschung.
Ende der 1930er Jahre wurden unter den Vorzeichen eines baldigen Krieges zwei Forschungsexpeditionen ausgerüstet. Im Januar 1939 begannen die beiden Flugzeuge Passat und Boreas nach ihrem Start vom Flugzeugträger und Katapultschiff Schwabenland das heutige Königin-Maut-Land zu überfliegen. Drei Wochen später hatten die Piloten mit abgeworfenen Hakenkreuzflaggen ein Gebiet von der Größe Deutschlands für das Reich abgesteckt, das sogenannte Neuschwabenland. Im April 1939 berichtete der Kommandant der Expedition, Kapitän Alfred Ritscher: Ich habe den mir durch Marschall Göring übergebenen Auftrag erfüllt. Unsere Flugzeuge sind über die Antarktis geflogen und haben alle 25 Kilometer Flaggen abgeworfen. Wir haben ein Gebiet von ca. 600.000 Quadratkilometern abgedeckt und ca. 350.000 davon fotografiert. Görings Fliegerasse hatten ihre Aufgabe erfüllt. Sie übergaben an die Seewölfe des Befehlshabers der U-Boote, Admiral Karl Dönitz. Deutsche U-Boote wurden auf geheimen Missionen zur Antarktisküste geschickt. Von Dönitz stammt auch der rätselhafte Satz: Wir haben ein wahres Paradies auf Erden entdeckt. Im Jahr 1943, auf der Höhe des Deutsch-Russischen Krieges, sagte Admiral Dönitz einen weiteren geheimnisvollen Satz. Die deutsche U-Boot-Flotte ist stolz darauf, eine uneinnehmbare Festung für den Führer errichtet zu haben. Nur ein kleiner Kreis von Eingeweihten verstand die Aussage des Großadmirals. Heute können wir es wagen, Vermutungen anzustellen. Auf der Antarktis wurden unter einer 1 Kilometer dicken Eisschicht Süßwasserseen entdeckt. Die Wassertemperatur beträgt dort plus 18 Grad Celsius. Dies bedeutet, dass auch die Luft unter der Wasseroberfläche warm ist. Wissenschaftler vermuten, dass sich durch den stetigen Fluss warmen Wassers in den südlichen Ozean über die Jahrtausende große Hohlräume unter dem Eis und unter der Wasseroberfläche gebildet haben. Diese sind möglicherweise groß genug, um ganzen Militärstützpunkten Platz zu bieten. Vom Meer aus hätte man die Höhlen mit U-Booten erreichen können. Die Stützpunkte wären vor Stürmen, der Polarkälte und dem Zugriff von Feinden bestens geschützt. Hätten die Deutschen beschlossen, extraterritoriale Stützpunkte oder Zonen einzurichten, dann wären die Polarregionen inklusive der Antarktis die logische Wahl gewesen. Unterlagen und Aussagen nachzuurteilen, errichten die Deutschen einen geheimen Stützpunkt mit dem Codenamen Stützpunkt 211 auf der Antarktis. Ab dem Jahr 1939 pendelte die extra dafür ausgerüstete Schwabenland zwischen Deutschland und der Antarktis. Sie transportierte Bergbaugerät, Gleise, Loren und Tunnelfräsen sowie Wissenschaftler, Ingenieure und Fachkräfte zum Königin-Maut-Land. Doch warum wurde überhaupt so weit von Deutschland entfernt ein Stützpunkt errichtet? Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Über diesen Stützpunkt hätte Deutschland die südlichen Ozeane unter seine Kontrolle bringen können. Die Deutschen hätten auch Interesse an Mineralerzen der Antarktis haben können, vor allem an Uran für die Entwicklung von neuen Waffen. Außerdem hätte der Stützpunkt im Fall einer deutschen Niederlage der Elite des Deutschen Reiches Zuflucht bieten können. Dazu wurden ab dem Jahr 1942 Wissenschaftler, Spezialisten, Parteifunktionäre und geheime Produktionsanlagen nach Neuschwabenland gebracht. Nach dem Krieg fanden amerikanische Agenten heraus, dass tausende deutsche Fachleute und ca. 100 U-Boote des Deutschen Reiches verschwunden waren. В
Der US-Geheimdienst könnte gewusst haben, dass ein Teil der Technik und des Fachpersonals unter anderem zur Antarktis transferiert worden war. Dazu kam die Aussage der deutschen U-Boot-Besatzungen, die sich den argentinischen Behörden gestellt hatten. Die Amerikaner waren dadurch natürlich beunruhigt und Ende 1946 erhielt Admiral Byrd den Befehl, den Stützpunkt der Deutschen in der Antarktis zu zerstören. Doch diese Aufgabe erwies sich als nicht einfach. Das US-Geschwader traf auf erheblichen Widerstand. In Washington berichtete Admiral Byrd von leistungsstarken Zerstörern, fliegenden Untertassen, die aus dem Wasser auftauchten und sich mit unglaublicher Geschwindigkeit bewegten und die Expedition ins Chaos stürzten. Ein anderer Augenzeuge, Teilnehmer der Expedition und Militärpilot John Sayerson, beschreibt ein Gefecht vom 26. Februar 1947 so. Sie stießen plötzlich herab und glitten so schnell zwischen den Schiffsmasten hindurch, dass unsere Funkantennen von den Luftwirbeln abgebrochen wurden. Dennoch schafften es noch einige unserer Flieger in die Luft, doch schon wurden zwei von ihnen von seltsamen Strahlen aus diesen fliegenden Untertassen getroffen und stürzten neben unseren Schiffen ins Meer. Ich befand mich damals auf der Casablanca. Ich konnte es nicht fassen. Wir hörten nichts. Sie flogen lautlos zwischen unseren Schiffen hin und her und feuerten ohne Unterlass. Plötzlich fing der Zerstörer Murdoch Feuer und begann zu sinken. Die anderen Schiffe schickten Rettungsboote hinüber. Der ganze Albtraum dauerte nur ca. 20 Minuten. Nachdem die fliegenden Untertassen abgetaucht waren, konnten wir unsere Verluste feststellen. Sie waren schrecklich. Wem gehörten diese Untertassen? Vielleicht den Deutschen? Zweiter Teil: Ahnenerbe. In den Geheimarchiven der Deutschen wurden in den Nachkriegsjahren erstaunliche Bilder und Zeichnungen entdeckt, die bestätigen, dass deutsche Wissenschaftler scheibenförmige Fluggeräte entwickelt hatten. Sie hatten damit beispiellose Pionierarbeit geleistet. Doch wie haben sie diesen Durchbruch erreicht? Die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe ist die geheimnisumwittertste Organisation des Dritten Reiches. Die besten Spezialeinheiten der Welt versuchen, die Geheimnisse dieser Organisation zu entschlüsseln. Ahnenerbe untersuchte magische und mystische Phänomene und wurde von der Regierung unterstützt und finanziert. Sie hatte unbegrenzten Zugang zu relevanten Informationen und trug einen großen Teil zur Entwicklung von Wundertechnik bei. Ahnenerbe war von hochrangigen Offizieren des Dritten Reiches gegründet worden. Die Erforschung von okkulten und übersinnlichen Phänomenen war von SS-Reichsführer Himmler abgesegnet worden, der natürlich auf Hitlers Geheiß handelte. Die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe war im Jahr 1935 offiziell gegründet worden, um die historischen Wurzeln der Deutschen zu erforschen. Doch das Interesse der Forschungsgemeinschaft erstreckte sich über die Erforschung alter deutscher Geschichte hinaus. Die Oberen des Dritten Reiches hatten erkannt, dass zukünftige Kriege nicht mehr durch zahlenmäßige Überlegenheit entschieden werden würden. Daher die Vorstellung der qualitativen Überlegenheit, nach der ein Sieg durch den Einsatz kleinerer, aber sehr gut ausgerüsteter Streitkräfte erreicht würde. Dafür beschäftigte Ahnenerbe Spezialisten für okkulte und übersinnliche Phänomene. Sie sollten auf den Gebieten Erfolge verbuchen, auf denen ihre Feinde keine Erfahrung hatten.
Der Ideologie der Nazis zufolge hatte auf der Erde einmal eine große Zivilisation existiert, die über universelles Wissen verfügt hatte. Dieses Wissen sollte, wenn auch verschlüsselt und verstreut, noch immer vorhanden sein. Mit diesem Wissen sollte der Übermensch erschaffen werden, ein Abkömmling der uralten Arier. Atlantis wurde als Urheimat der Arier erachtet und genoss besondere Aufmerksamkeit. Das technische Wissen der Atlanter, von denen der Mythos erzählt, dass sie große, seetüchtige Schiffe und Flugzeuge bauen konnten, die von einer unbekannten Kraft bewegt wurden, sollte den Deutschen gehören. Ahnenerbes esoterische Forschung nach Informationen zur Geschichte von Zivilisation, sei es die deutsche oder anderer Völker, hatte bereits vor dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Sie wussten von einer Karte, die Historiker im Jahr 1929 gefunden hatten. Sie stammte aus dem frühen 16. Jahrhundert, aus der Feder des türkischen Admirals Piri Reis. Dieser hatte die nördliche Küstenlinie der Antarktis sehr detailliert auf seiner Karte eingezeichnet und das bereits 300 Jahre vor der offiziellen Entdeckung des Kontinents. Admiral Reis hatte zugegeben, dass er aus Quellen geschöpft hatte, die 3000 Jahre alt waren. Und erstaunlicherweise wird die Küste nicht vereist dargestellt. Bis heute erregt diese Karte die Fantasie der Menschen. US Air Force Spezialisten sind überzeugt, die Küste wurde aufgezeichnet, bevor sie von Eis bedeckt war. Das Eis ist heute 1,5 Kilometer dick und niemand weiß, wie man im Jahr 1513 an diese Daten gekommen ist. Internationale Forscherteams, die die Genauigkeit der Karte von Admiral Piri Reis überprüft haben, sagen, dass sie präziser ist als Karten des 20. Jahrhunderts. Seismografische Ergebnisse scheinen darauf hinzudeuten, dass einige Berge, von denen angenommen wurde, dass sie zu einem Massiv gehören, eigentlich Inseln sind, genau wie auf Reis' Karte eingezeichnet. Die Karte des türkischen Admirals könnte die Anhänger der Arier-Theorie nicht nur enorm beeindruckt haben, sondern in ihnen auch die Hoffnung geweckt haben, dass sie das technische Erbe von Atlantis finden würden. Einige waren der Meinung, dass die Quellen Richtung Antarktis wiesen, wo Atlantis aufgrund von Polverschiebungen versunken sein sollte. Da solche Karten existierten, konnten vielleicht noch andere Quellen gefunden werden. Doch wo? Die von Ahnenerbe ausgerichteten Expeditionen waren von Tibet bis Südamerika auf der Suche nach Relikten und Schriftrollen. Sie suchten vor allem nach den Archiven der Tempelritter. Diese sollten den amerikanischen Kontinent bereits lange vor Kolumbus erreicht haben. Sie hätten daher Schriftrollen besessen haben können, auf denen, genau wie auf der wertvollen Reiskarte auch, Atlantis verzeichnet war. Spezialeinheiten der SS beschlagnahmten in besetzten Gebieten historische Sammlungen und Büchereien. Dies beinhaltete auch theologische Sammlungen und geheime Gesellschaften. Ahnenerbe hatte eine riesige Büchersammlung zusammengetragen. Wie durch einen ehemaligen Bibliothekar der Boston Library bestätigt wurde, verpackte Ahnenerbe im März 1945, als die sowjetischen Truppen in Deutschland einmarschierten, 140.000 Bücher zur Evakuierung. Der Katalog dazu wäre zweifellos sehr interessant. Wahrscheinlich erregten Ahnenerbes Erkenntnisse zur Antarktis die Aufmerksamkeit der Nazi-Oberen, die spezifische Informationen zum Heiligen Gral suchten, der ihnen zusammen mit der Heiligen Lanze die Weltherrschaft sichern sollte. Hitler hatte die Legende bereits vor dem Ersten Weltkrieg gehört. Die Heilige Lanze kam im Jahr 1938 nach dem Anschluss Österreichs in seinen Besitz. Jetzt hätte er nur noch den Gral gebraucht.
Der Plan des Führers war die Vereinigung der Lanze, dem Symbol des Yang und der wissenschaftlichen Erkenntnis, mit dem Heiligen Gral, dem Symbol des Yin und dem Schatz gesammelter Erfahrungen. Die Vereinigung wissenschaftlicher Errungenschaften mit jahrhundertealter Erfahrung der Menschheit, auch wenn diese nicht immer rational fassbar war. An der Idee selbst war nichts Verwerfliches. Doch das Ziel der Nazis war die Weltherrschaft der Herrenrasse mit Hilfe esoterischen Wissens und Wundertechnik. Die weltbesten Wissenschaftler wurden von der Forschungsgemeinschaft Ahnenerbe angestellt. Hunderte Mitarbeiter in über 50 Instituten forschten in den Bereichen Mathematik, Astronomie, Genetik, Medizin, Magie und Routengehen und entwickelten alternative Waffen und Methoden psychologischer und psychoaktiver Einflussnahme. Dabei lag der Schwerpunkt auf okkulten und mystischen Praktiken und übernatürlichen Fähigkeiten von Menschen. Sie nahmen ihre Arbeit ernst. Als Beispiel, 1938 bis 1939 beauftragten die Leiter Ahnenerbes und Himmler die Erforschung der übernatürlichen Fähigkeiten ihrer Angestellten und hielten die Ergebnisse fest. Später wurden diese Leute in einer besonderen Abteilung untergebracht. Wir wissen allerdings nicht, was dort untersucht oder herausgefunden wurde. Die Spezialisten von Ahnenerbe hatten den Auftrag, mit übernatürlichen Mitteln Kontakt zu den großen Fremden oder der höheren Intelligenz zu nehmen, um technisches Wissen von höher entwickelten Außerirdischen und uralten Erdzivilisationen zu erhalten. Es war ein Experiment. Dritter Teil: Flugscheiben. Dezember 1919. Mitglieder der Thule-Gesellschaft, dem Vorgänger Ahnenerbes, treffen sich bei Berchtesgaden. Darunter zwei bekannte Medien. Ein Medium hat den mystischen Namen Zikrun. Die andere ist Maria Orsic aus Zagreb. Und in Trance erhält sie angeblich technische Informationen von der Taurus-Zivilisation. Diese Informationen stießen auf großes Interesse, denn sie handelten von einem Flugapparat, der den Verlauf der Zeit beeinflussen konnte. Dies war der größte Traum der Gesellschaft Ahnenerbe, da sie damit Zugang zu heiligem Wissen erlangen konnte. Dies ist ein Bild der Maschine aus der anderen Welt, das vom deutschen Wissenschaftler und Erfinder Viktor Schauberger angefertigt wurde. Führende Wissenschaftler wurden dazu eingeladen, die Botschaft in die Ingenieurssprache zu übersetzen. Der Prototyp wurde im Jahr 1922 gebaut. Die Maschine besaß drei parallele Scheiben. In Betrieb bewegten sich die erste und dritte Scheibe gegenläufig und erzeugten so einen Antigravitationseffekt. Die Maschine schwebte nicht nur in der Luft, sondern änderte auch die Zeitstruktur. Diese technomagische Maschine soll der Prototyp für eine fliegende Scheibe gewesen sein, die auf Grundlage neuartiger Prinzipien funktionierte. Diese Superscheiben wurden von technischen Abteilungen der SS entwickelt, die Ahnenerbe angeschlossen waren. Die obersten Funktionäre der Deutschen hatten zwei Ziele. Das erste war die Erschaffung eines Übermenschen.
Das zweite, die Beherrschung technomagischer Energien, damit war die Kernenergie gemeint, und die Entwicklung eines scheibenförmigen Flugapparates, einer neuen Art Luftfahrzeug. Auf verschiedenen Gebieten wurde mit Medien, Ingenieuren und Historikern geforscht. Durch die Vorkriegsexpeditionen kam Ahnenerbe in den Besitz von Schriftrollen in Sanskrit, Altchinesisch und anderen orientalischen Sprachen. Diese wurden eingehend untersucht. Der Raketeningenieur Werner von Braun sagte später: Wir haben von diesen Schriftrollen viel gelernt. Die Ergebnisse wurden Hitler überbracht, den die Vorstellung von Superwaffen und interstellaren Missionen bis zu seinem Tod fesselte. Die Entwickler versuchten ihr Bestes, konnten aber keine Antigravitation erzeugen. Sie brauchten Antriebsmotoren, doch die damalige Technik hinkte den fortschrittlichen Ideen noch weit hinterher. Im Juli 1934 luden Hitler und die Leiter der Thule- und Friedel-Gesellschaft, Viktor Schauberger, zur Mitarbeit ein. Seine Repulsine konnte Licht und Wärme erzeugen und Maschinen unter Nutzung von Luft und Wasser antreiben. Er sollte einen Motor für die Flugscheibe entwickeln. Im Jahr 1939 wurde ein Modell der Reichsflugscheibe mit Schaubergers Motor getestet. Von ihrem Flug in Wintertarnung existiert ein Bild. Doch die Arbeit an der magischen Flugscheibe machte nur langsame Fortschritte. Es gab auf diesem Gebiet weder Spezialisten noch Fachwissen. Schließlich beteiligte sich auch das Sonderbüro 13 an den Bemühungen. Diese wissenschaftliche Forschungsabteilung der SS war auf die Untersuchung von unbekannten Flugobjekten spezialisiert. Möglicherweise deswegen oder aufgrund der Mitarbeit hochkarätiger Wissenschaftler und Testpiloten, endlich machte man Fortschritte. Ich sprach mit Professor Hermann Obert. Bei ihm hatte Werner von Braun gelernt, der auch die V2 entwickelt hat. Ich fragte Obert nach den Flugscheiben. Er wusste davon, doch die Geheimhaltung der SS war so hoch, dass keiner wusste, woran der andere gerade arbeitete. Im Jahr 1942 wurde die Flugscheibe Friel 1 Jäger, die einen Durchmesser von 11,5 Metern hatte, getestet. Es heißt, dass bis zum Kriegsende 17 dieser Scheiben gefertigt wurden. Solchen Behauptungen sollte man aber nicht bedingungslos Glauben schenken. Ich glaube nicht, dass es mehr als nur ein paar Flugscheiben gegeben hat. Ich denke, die Deutschen wollten sie für Aufklärungsflüge einsetzen. Die Scheibe ist ja auch kaum zu erkennen. Zwei sowjetische Generäle, ein Pilot und ein Panzersoldat, die in der Schlacht bei Kursk gekämpft hatten, gaben an, dass sie damals eine Flugscheibe gesehen hatten. Sie konnten nicht erkennen, zu wem sie gehörte. Nur eines ist klar, sie war bestimmt nicht sowjetischen Ursprungs. Ich kenne unsere Luftfahrtgeschichte sehr genau. Unter allen Zeichnungen und Bildern von diesen Flugscheiben ist besonders die Haunebu-Reihe interessant. Bei diesem Typ Flugscheibe wurde eine alternative Energiequelle eingesetzt, der Hans-Kohler-Konverter. Die Haunebu 3 sollte sogar ins All fliegen können. Unglaublich, nicht wahr? Sehen Sie sich dieses Bild an. Der ungewöhnliche Raumanzug des Piloten lässt vermuten, dass Vorstöße in die Stratosphäre geplant waren. In Archiven wurde ein interessantes Dokument gefunden. Die Skizze des 139 Meter langen, zigarrenförmigen Gefährts Andromeda,
das mit Hangars für 5 Hanebut II und Friels ausgestattet war. Um was handelte es sich dabei? Offensichtlich waren lange Raumflüge geplant worden. Es gibt noch eine andere Erklärung. Die Skizze könnte auch einen Unterwassertransporter zur Beförderung von Ladung, Ausrüstung und Maschinen an einen geheimen Stützpunkt darstellen, der auch in der Antarktis gelegen haben könnte. US-Quellen sprechen von 9 deutschen Anlagen, in denen Flugscheiben entwickelt und getestet wurden. 8 davon wurden von den Deutschen evakuiert, die 9. wurde gesprengt. Lieutenant Colonel Wendell Stevens, ehemaliger Mitarbeiter des US-Geheimdienstes, wusste, geheimen Informationen zufolge wurden einige der Anlagen in die Antarktis verlegt, ins sogenannte Neuschwabenland. Mindestens eine davon hatte mit Forschung und Entwicklung von Flugscheiben zu tun. Eine andere Anlage wurde ins Amazonasgebiet verlegt und eine dritte in den Norden Norwegens. Sie wurden unterirdisch angelegt. Der Plan konnte aufgrund Zeitmangels nicht erfolgreich umgesetzt werden. Wir schätzen, dass die Produktion von Flugscheiben bis zum Kriegsende noch nicht begonnen hatte. Das heißt, im Jahr 1947 hätten sie auch gar nicht in der Antarktis auftauchen können. Waren es vielleicht Flugscheiben, die auf Grundlage klassischer Naturgesetze funktionierten? Diese wurden in den 30er Jahren entwickelt, um die technomagischen Projekte zu untermauern. Einige davon waren den Aufwand auch wert. Ein wahrer technischer Durchbruch. Deutschlands Feinde hätten solche Flugscheiben nicht einmal im Traum bauen können. Doch die Oberen des Reiches wollten noch viel mehr. Diese Modelle konnten über Wasser oder Land fliegen, wie heutige Luftkissenfahrzeuge und Bodeneffektfahrzeuge. Sie alle haben gemeinsam, dass sie mit Ventilatoren arbeiten. Sie haben den Vorteil, dass sie sich nicht von selbst drehen und leicht zu steuern sind. Doch sie waren nicht sehr schnell und von schlechter Qualität. Eines der am weitesten entwickelten Modelle, die Belluzzo-Scheibe, wurde zum ersten und auch letzten Mal am 19. Februar 1945 bei Prag getestet. Der Schauberger Motor sorgte für aerodynamischen Auftrieb. In nur 3 Minuten erreichte die unbemannte Scheibe 15 Kilometer Flughöhe und entwickelte eine Horizontalgeschwindigkeit von 2200 km/h. Sie konnte auf der Stelle schweben und rückwärts und vorwärts fliegen. Ein Erfolg? Mit Sicherheit. Doch der Krieg wurde bereits auf deutschem Boden gekämpft. Mit der feindlichen Besetzung konfrontiert, zerstörten die Deutschen die Prototypen dieses ungewöhnlichen Fluggerätes. Darunter war auch die Belluzzo-Scheibe. Viktor Schauberger erinnerte sich später, das im Februar 1945 getestete Modell wurde unter Einsatz von Gefangenen des KZ Mauthausen gebaut, erstklassigen Maschinenbauingenieuren. Dann wurden sie ins KZ zurückgebracht und fanden dort ihren Tod. Das Modell wurde auf Befehl Keitels gesprengt. Die schönen Bilder von Flugscheiben über dem Antarktis-Stützpunkt entsprangen aber nur der Fantasie des Künstlers. Auch anderen Bildern oder Aufnahmen sollte man mit Skepsis begegnen. Sie könnten Attrappen zeigen, die nur gefertigt wurden, um mehr Geld für die Entwicklung der Flugscheiben zu erhalten. Und doch sollten wir die Leistungen der deutschen Wissenschaftler und Ingenieure anerkennen, die wahre Pionierarbeit geleistet haben. Der Fortschritt in Wissenschaft und Technik kam schließlich nicht von ungefähr. Er war das Resultat einer Kombination der Analyse uralter Texte mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und auch der Zusammenbruch des Nazi-Regimes war kein Zufall. Der Heilige Gral verkörpert unter anderem auch moralische Erfahrungswerte. Die Nazis hatten sich wohl entschieden, ihn nicht einzusetzen.
Es gibt viele Mythen und Mutmaßungen in Bezug auf die Flugscheiben. Ein Bericht über das Auftauchen von Flugscheiben im Jahr 1947 über der Antarktis könnte auch dazu gehören. Sie werden heute zu den UFO-Sichtungen über Meeren und Seen gezählt. Im Jahr 1947 hätten die Deutschen mit Sicherheit noch kein derartiges Flugobjekt besitzen können. Und auch andere Länder nicht. Doch wenn das US-Geschwader 1947 nicht von den Deutschen angegriffen wurde, von wem dann? Vierter Teil: Ein Portal in der Antarktis. Leuchtende Untertassen, Kugeln und Zigarren, die aus dem Wasser aufsteigen, sind eigentlich nichts Außergewöhnliches. Unbekannte Flugobjekte wurden in nördlichen Ländern, in Südamerika, Australien und Südafrika gesichtet. Der sowjetische Marinegeheimdienst erhielt regelmäßig Augenzeugenberichte. Als Leiter des Flottengeheimdienstes erhielt ich immer wichtige Augenzeugenberichte. Und UFOs wurden nicht nur im Norden gesichtet. Sie wurden im Atlantik, auch im Südatlantik und im Gebiet der Antarktis gesichtet. Ich erinnere mich an eine Sichtung im Gebiet um die Insel Südgeorgien. Fischer sahen ein Objekt aus dem Wasser aufsteigen und fotografierten es. Man sieht es hier. Trotz des starken Windes blieb es bewegungslos in der Luft stehen. Es war also keine Wolke aus Ballons. Fliegende Untertassen wurden oft über der Insel gesichtet. Dies war nur eine von vielen Sichtungen. Die Scheibe schwebte zu unterschiedlichen Tagzeiten, 1 bis 2 Stunden über der Insel. Bei Tag und bei Nacht. Das Objekt war kugelförmig mit einem gleichschenkligen Dreieck im Inneren. Nachts konnte man an der Basis des Dreiecks ein Leuchten erkennen, das auf einen aktiven Antrieb schließen ließ. Das Objekt schwebte immer auf der Stelle. Diese Objekte wurden im Jahr 1979 gesichtet. 3 Jahre vorher, 1976, nahmen japanische Forscher mit damals modernster Technik gleichzeitig 19 kugelförmige Objekte auf. Sie gingen aus dem Weltraum über der Antarktis nieder und verschwanden dann vom Radar. Was kann man über diese Objekte sagen? Es gibt eine außergewöhnliche Theorie. Ende der 80er Jahre bewies der Astrophysiker Kip Thorne mit seinem Team, dass Teleportation und Zeitreisen theoretisch möglich sind. Sie basierte auf der Theorie von Wurmlöchern, die besagt, dass schwarze Löcher in der Nähe der Erde die Form von Wurmlöchern annehmen und damit interstellare Flüge möglich sein könnten. Diese Ergebnisse haben auch praktische Bedeutung und könnten helfen, eine Zeitmaschine zu entwickeln oder intergalaktische Missionen zu ermöglichen. Kip Thorne bestand darauf, dass es nahe der Erde einen Zugang zu einem Wurmloch geben müsse, das zum Stern Vega führt. Die Amerikaner wussten anscheinend bereits, dass UFOs in der Atmosphäre auftauchten und wieder verschwanden.
Im Jahr 1992 begannen die Amerikaner in Alaska mit dem Bau der Forschungsanlage HARP, die angeblich helfen sollte, die Ionosphäre zu erforschen und Raketenabwehrmaßnahmen zu entwickeln. Tatsächlich aber wurden neue Waffen getestet, geophysikalische, klimatische und psychotronische. Dabei handelte es sich um eine riesige Strahlenkanone, eine Art universeller Mikrowelle. Aber das war noch nicht alles. Sicherlich war es das Ziel, den Zugang zum Wurmloch zu finden. Sie schienen zu glauben, dass er sich in dieser Polarregion befand. Elektromagnetische Wellen sollten ihnen ermöglichen, die Beschaffenheit des Wurmloches festzustellen und den Zugang zu finden. Die Anlage in Alaska wurde im Jahr 1998 in Betrieb genommen. Norwegen hat eine ähnliche Strahlenkanone gebaut. Eine noch stärkere Strahlenkanone ist in Grönland bereits im Bau. In den frühen 90er Jahren konnten aufgrund der hervorragenden technischen Möglichkeiten die Anstrengungen in Bezug auf den Zugang zum Wurmloch und die UFO-Überwachung in Alaska gebündelt werden. Es war nicht nötig, weitere Überwachungsstationen in anderen Gebieten zu errichten. Wie wir wissen, besitzt die Erde zwei Pole. Welche Rolle spielen sie dabei? Dienen beide als Zu- und Ausgang? Oder ist das Portal in Alaska der Zugang? Und das in der Antarktis der Ausgang? Oder umgekehrt? Mit der Theorie des Tunneleffekts lässt sich bestätigen, dass der Nordpol als Zugang und der Südpol als Ausgang für den Tunnel dient, der uns mit der Energie anderer Planeten und Sterne verbindet. Dasselbe Prinzip gilt auch für die Datenübermittlung. UFOs könnten die Pole zur Kommunikation mit dem Rest des Universums nutzen. Doch diese Theorie müsste noch intensiv untersucht werden. Übrigens arbeiten die meisten Mitarbeiter der US-Stationen in der Antarktis für den nationalen US-Geheimdienst. Zum Beispiel für die militärische oder elektronische Aufklärung oder die CIA. Sie bilden das Rückgrat des Forschungspersonals dieser Stationen. Den deutschen Wissenschaftlern war wahrscheinlich bewusst, dass Arktis und Antarktis mehr sind als nur die Pole der Erde. Im nationalsozialistischen Deutschland gab es viele Anhänger der Theorie der hohlen Erde, nach der die Polen in andere Welten sind. Diese Theorie erinnert an die heutige Wurmloch-Theorie. Die Vorstellung von Zeitreisen und Raumfahrt faszinierte die Deutschen im Dritten Reich offensichtlich. Der sechste Kontinent hat seine Geheimnisse noch immer nicht preisgegeben. Über die Jahre sind es nur mehr geworden. Wurden die Anstrengungen, Flugscheiben zu entwickeln, nach dem Krieg eingestellt oder in anderen Gebieten fortgeführt? Sollten alle UFO-Sichtungen als Auswirkungen gegenwärtiger Erfolge angesehen werden, selbst wenn sie zur Zeit Alexanders des Großen geschahen? Wovon wurde Admiral Byrds Geschwader angegriffen? Die großen Fremden, deren Hilfe sich die Deutschen erhofften, sind sie nur ein Mythos oder reale Mächte, die seit Jahrtausenden unerkannt auf der Erde wirken?